Die neue Wahrheit zum Thema Aktiensparpläne als Altersvorsorge. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich euch hier begrüßen darf auf meinem YouTube-Kanal Thomas Klein. Und heute soll es mal gehen um die neue Wahrheit zum Thema Aktiensparpläne als Altersvorsorge. Ja, auch ich habe Aktiensparpläne und es gibt nach wie vor hundert von Tausenden, ja, vielleicht sogar Millionen von Followern, diverse Aktienkanäle, die ja sozusagen darauf getrimmt werden, dass Aktien das bessere Sparbuch sind. Und gleich vorweg, das hat in den letzten 10 Jahren auch super funktioniert. Ja, denn dieser eigentliche Internet-YouTube-Hype, ja, wo es immer darum ging, ja, welche Aktien soll ich kaufen, Aktienanalysen und so weiter, wo letztendlich eine Vielzahl von YouTube-Kanälen aus dem Boden geschossen sind und erfolgreichst hier Reichweite aufgebaut haben, im Dachbereich zumindest, soweit ich es überblicken kann, wie Aktien mit Kopf und ganz viele Aktienlust und alle an ganz, ganz viele anderen. Ja, das basierte aber auf der Prämisse des billigen Geldes. Ja, also seit der Finanzkrise 2008, 2007 wurde dann also nochmal zusätzlich sehr viel Geld reingepumpt. Dann gab es immer so kleinere Crashes ab und zu mal wieder. Aber insgesamt ist der Markt immer nach oben gegangen. Und das ist natürlich so, dass das in Kombination mit einer ja, Nullzinspolitik, teilweise Minuszinspolitik, die es in unserem System, in der menschlichen Weltgeschichte noch nie so gab, ja, und dadurch eben diese Niedrigstinflation, ja, also teilweise deflationäre Tendenzen sogar, hat natürlich super funktioniert. Und das Ganze ist jetzt letztendlich jetzt zum ersten Mal seit ja, vielleicht 40 Jahren sowas, ja, am Kippen. Ja, also die höchste Inflation seit 40 Jahren. Und das wird sich auch so schnell wahrscheinlich nicht ändern. Und das jetzt mal als Prämisse gesetzt, stellt sich natürlich die Frage, bedarf es hier einer Neuordnung für deine Strategien für die Altersvorsorge? Ja, generell. Ja, ich kann jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, weil ich nicht weiß, wie alt du bist und so weiter. Aber generell gesprochen gelten da noch die gleichen Regeln wie bis vor 2, 3 Jahren, als die Inflation einfach um die 2 bis 3, 4, 5% war vielleicht maximal. Ja, oder teilweise sogar unter 2%. Offiziell zumindest. Und mal ganz kurzes Beispiel aus meinen eigenen Sparplänen. Ich habe also einen Sparplan schön brav durchgezogen, sagen wir in den letzten 10 Jahren. So eine Dividendenaktie, na, bin ich auch, ist eigentlich auch richtig geil gelaufen. Zum Beispiel British Tobacco, die ist sogar jetzt wieder ein bisschen gestiegen. Aber man sieht das Ganze ja etwas längerfristig. Und insgesamt hast du dann so eine Nettorendite nach Gebühren und Steuern, sagen wir mal, von 5%. Ja? Und letztens war ja wieder so ein Dividenden-Exit und dann schaue ich so auf mein Konto drauf. Boah, geil. Ja? British Tobacco, wenn du die quasi auch in deinem Depot liegen hast, nur ganz Randbemerkung, ich bin kein Steuerberater, aber mit dem Kürzel GB, dann bekommst du die Dividende brutto für netto ausgeschüttet. Also du musst nicht mal Steuern zahlen auf die Dividende. Das heißt, wenn die Dividende gezahlt wird von 5%, ich glaube, es sind aktuell 5% bei British Tobacco, dann kriegst du die auch komplett ausgeschüttet. Aufs Quartal sind es halt dann 1,5%, ja, oder 1,63 oder irgendwie sowas, ja. Tatsache ist, brutto für netto, ja, ich kann es vielleicht auch nochmal einblenden dann, wenn ich es irgendwie zusammenschneiden kann. Und da siehst du einfach, ja, Dividende, US-Aktie, ja, und dann minus Dividendensteuer. Dividende in Dollar, US-Aktie, minus Dividendensteuer. Dann siehst du Dividende, British Tobacco, ja, und keine Minus. Ja, also das heißt, hier wird kein, aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens und so weiter, Deutschland, Großbritannien, ein riesiger Vorteil. Aber trotzdem hast du eine Nettorendite letztendlich, minus den Gebühren und so weiter, sagen wir von 5%. Und ganz ehrlich mal, das gilt eigentlich für die große, breite Masse. Ja, also letztendlich, du hast mal gute Jahre, mal schlechte Jahre, aber auf längerfristig hin hast du ungefähr so eine Rendite, wirst du haben von 5 oder 6%. Und wenn du das jetzt mal entgegenrechnest zu einer
Also ich könnte mich jetzt super freuen. Ja, da steht jetzt irgendwie mal angenommen, ich nehme jetzt einfach nur mal ganz banale, einfach zu rechnende Beträge. Mal angenommen, das sind jetzt 10.000 Euro, ja, British Telecom, British Tobacco, die ich mir angespart habe. Dann sind 500 Euro letztendlich meine Nettorendite. Ich kriege das 1:1 sogar ohne Steuern, Dividende ausgezahlt und freue mich riesig. In Wirklichkeit aber bedeutet das ja nicht gar nicht, dass ich bei 5% Nettodividende und 10% Inflation 500% Nettogewinn gemacht habe auf meine eingesetzten 10.000 Euro, sondern ich habe 500 Euro Nettoverlust gemacht, weil ja Dividende 10% sind und Nettorendite ja waren ja nur 5%. Das heißt, dieser Compounding Interest findet ja gar nicht statt, ja, wo immer alle davon reden, bei Aktienanlagen und Sparplänen langfristig, blablabla. Ja, sondern in Wirklichkeit habe ich ja einen Compounding-Verlust von jedes Quartal oder jedes Jahr, je nachdem, von 500 Euro, nämlich die Differenz zwischen 10% Inflation und 5% Nettorendite. Ja. Und die allermeisten privaten Anleger werden irgendwas, wenn sie überhaupt im positiven Bereich sind, irgendwas zwischen 5 und 6% Nettorendite haben. Ja. Im Durchschnitt. Und da stellt sich halt die Frage, ich mache doch hier eigentlich Verluste. Ja? Ist das wirklich die Altersvorsorge, die ich hier bis an mein Lebensende durchziehen sollte? Denn wir werden aufgrund der Verschuldungssituation weltweit, die noch nie so gegeben war wie jetzt, also ja, vielleicht, sagen wir mal, ja. Zum Zeitpunkt der Tulpenblase vielleicht oder was weiß ich, aber es ist schon echt krass, also wie stark verschuldet letztendlich durch die Bank sämtliche Länder sind. Ja, wir wissen ja bei Einzelfällen wie Venezuela und Argentinien und so weiter, wie quasi Überschuldungen, maßlos übertriebene Überschuldungen ja immer enden. Die enden meistens im Staatsbankrott. Und um das eben, oder Griechenland und so weiter. Bei so kleinen Ländern ist es ja nicht ganz so tragisch. Ja, auch da können Dominoeffekte dann dadurch entstehen, aber man möchte es natürlich vermeiden, dass jetzt ein Land wie USA oder Europa oder Deutschland sogar oder sowas, ja, größere, wichtigere Länder, ja, dass die natürlich pleite gehen. Das heißt, wie kann man das vermeiden? Nur durch eine einzige Möglichkeit, durch Inflation. Das heißt, diese Inflation ist gewollt, ja. Und man möchte natürlich nur ein gewisses Maß an Inflation, aber dieses gewisse Maß an Inflation wird immer diese 5% übersteigen, beziehungsweise Lagarde stellt sich hin und sagt, wir wollen wieder das Ziel von 2% Inflation erreichen. Das wird es aber im Durchschnitt nie wieder geben, denn da hätten wir letztendlich dann ein wirklich echtes Problem mit Inflation. Also das heißt, so oder so wird das Kapital, welches du letztendlich in Aktien anlegst, selbst wenn du das Risiko bereits eingegangen bist, denn jedes Mal, wenn du Aktien kaufst, gehst du ja nochmal zusätzliches Risiko ein, welches dir dann bezahlt wird über eine etwas höhere Rendite wie auf dem Sparbuch. Aber diese etwas höhere Rendite wird nie gleich oder gleich hoch oder höher sein wie die kommenden Jahre an Inflation, die hier zu erwarten sind. Und ich gehe jetzt gar keine Horrorszenarien ein oder sowas, dass wir da irgendwie zweistellige Inflationsraten oder irgendwelche. All dieses ganze Gerede vom Weltuntergang spielt hier gar nicht mit rein. Es ist einfach nur ganz nüchterne Betrachtung der nächsten Jahre, die da so auf uns zukommen. Und da wird tendenziell die Inflation immer ein Stück weit höher sein, als wie das, was du durchschnittlich durch Nettorendite, ich sage immer durchschnittlich, ja, weil ich dich ja persönlich nicht kenne, am Markt erzielen kannst. Ja? Und das kombiniert mit all diesen Kanälen und all diesem ganzen Mainstream, der sich jetzt auch in YouTube quasi breit gemacht hat. Letztens habe ich auf ZDF, ne, haben sie zwei Finanztipp und noch irgendwie so einen älteren Herrn und so weiter über Aktien. Also selbst Mainstream-YouTube-Kanäle greifen jetzt das Thema Finanzen und Aktien auf, weil sie eben sehen, hier gibt es einen Haufen Klicks, hier gibt es einen Haufen Kommentare, hier gibt es einen Haufen Sichtweite. Aufmerksamkeit und so weiter. Das sind alles Marketing-Aspekte und ich bin persönlicher Marketing. Ich komme ja aus dem Marketing und Vertrieb, mache das seit Jahrzehnten und von daher
weiß ich, kann ich das sofort erkennen, ja. Und dann nimmt man halt solche Themen auch noch auf. Das heißt, diese Informationsflut, ja, dieses Content, diese Bereitstellung von irgendwelchen Contents, von irgendwelchen Interviews, von irgendwelchen Experten zu irgendwelchen Themen bezüglich Aktien und Märkte analysieren und so weiter, nimmt er eher noch zu. Das heißt, auf diesen Zug, ja, diesen Sog, ja, der Social Media, da ziehen sich noch mehr Leute, immer noch mehr Leute damit rein. Und da sehe ich eben groß die Gefahr, dass die dort sich reinziehen in Aktiensparpläne, die ihnen letztendlich keine Gewinne, sondern vielleicht sogar Verluste, auch wenn sie noch so nüchtern sind und noch so konservativ, dann bescheren werden. Ja? Und irgendeinen Tod musst du dann immer sterben. Ja? Entweder du stirbst den Tod der Inflation oder du stirbst den Tod zu viel Risiko oder sowas. Ja? Und dass du überhaupt nicht mehr abschätzen kannst. Ja? Also das heißt, die 5-6% Nettoaktienrendite wirst du ja dann sozusagen hoffentlich bekommen langfristig. Ja, das ist ja sowieso auch nicht garantiert, wenn du halt sehr konservativ anlegst. Ja, in ETFs und Sachen, die halt letztendlich sehr, sehr die konservativsten Möglichkeiten. Ja, natürlich kann die Möglichkeit bestehen, dass du mehr Rendite machst, wenn du mehr Risiko eingehst. Aber das ist ja eben genau das Spiel. Und dieses Spiel kannst du niemals gewinnen gegen die ganzen Großen. Ja, und ich rede jetzt halt zu dir als privater kleiner Anleger, der sich irgendwie eine Altersvorsorge aufbauen muss oder sollte, beziehungsweise ich rede insbesondere zu Selbstständigen, so wie ich auch, die in ihrem Leben nie wirklich lange oder ja vielleicht mal ein paar Jahre oder so ins System eingezahlt haben. Das heißt, wir müssen ja darauf angewiesen, dass wir bis zum Tod arbeiten oder uns eben unsere eigenen Altersvorsorgen aufbauen. Und zu dieser Zielgruppe spreche ich hier letztendlich und ich hoffe, ich habe dich jetzt auch oder einen anderen damit erreicht. Und was ist das Fazit des Ganzen? Dass wir uns einfach mal Gedanken machen müssen, ist das jetzt sozusagen, was die letzten 10, 15 Jahre gegolten hat als Gesetz? Ich mache einen Aktiensparplan, ich spare in ETFs ein, ich spare hier ein, ich spare dort ein. Ja, ist das noch das Nonplusultra für meine Altersvorsorge? Also eine Geschichte, wo ich mehr ins Risiko gehe, als wenn ich jetzt irgendwo einen Aktiensparplan mache, als wenn ich jetzt auf dem Sparbuch oder ein Bausparer oder irgendwas halt was komplett altmodisches mache. Ich gehe ja sowieso schon mehr Risiko ein und kriege aber trotzdem nicht genug Rendite netto raus im Durchschnitt auf die nächsten Jahre, sodass ich sagen kann, okay, das ist sozusagen wird meine Altersvorsorge, wenn ich in 30, 20, 40, ich weiß nicht, wie alt du bist, 50 Jahren in Rente gehe oder das vorhab zu tun oder was auch immer oder einfach runterschraube. Zwei Sachen, die ich hier noch kurz anfügen möchte. Das eine ist, ja, gut, ganz kurz noch. Was ist jetzt hier die Lösung? Was könnte die Lösung sein? Ja, die Lösung könnte sein, wenn du sowieso schon selbstständig bist oder es noch nicht bist, dann würdest du ja wahrscheinlich einzahlen. Aber wenn du selbstständig bist und dir selber Altersvorsorge irgendwie zusammenbasteln musst, dass du weniger investierst in Aktiensparpläne und mehr investierst in dein eigentliches Business oder nach Möglichkeiten suchst, dieses Business wachsen zu lassen, ja, wo dann unter Umständen Wachstumsraten, die wesentlich höher sind, ja, als wie nur 5-10%. Hallo, mein Name ist Josef Seibel und ich entwickle seit über 20 Jahren professionelle Software. Meine größten Herausforderungen vor der Zusammenarbeit mit Thomas waren, wie ich mich auf eine Branche spezialisiere, wie ich da eine Nische finde und wie ich in dieser Nische verlässliche Kundenanfragen generiere. Bisher habe ich Aufträge aus verschiedenen Branchen angenommen und Kunden ausschließlich durch Weiterempfehlungen bekommen und somit auch einen breiten Bereich abgedeckt, aber nie wirklich ganz spezialisiert auf eine Nische. Seit der Zusammenarbeit habe ich eine Branche gefunden, in welcher es genügend potenzielle Kunden gibt und ich weiß, wie ich meine Firma skalieren kann. Die Kommunikation mit Thomas ist sehr gut. Thomas hat immer auf wichtige Themen sehr zeitnah geantwortet und hat mich nie hängen lassen. Für die Beratungsleistung kann ich Thomas auf jeden Fall empfehlen.